Jo, Mahlzeit, Freunde. Moment mal, muss mal die Stöpsel hier rausnehmen. Schön ein bisschen nach Mucke hören. Cola Way auf Twitch. Link hier unten, können wir mal reinschauen. Geile Mucke. Was machen wir? Paar Sachen. Werden wir mal uns Google anschauen. Oh, Hammer. Big Boy Budget Folder von PMP Knives. Oh, Hammer. Musst du dir keinen Cold Steel mehr holen. Prototypen wird es so wahrscheinlich nur für den amerikanischen Markt geben. Für den deutschen Markt wird eine 42A-konforme Variante rauskommen. Ich meine, All Black. Eigentlich ganz All Black. Aber schwarzer Griff, schwarze Klinge. Geile Teile, werden wir es mal in Ruhe anschauen. Noch was anderes. Ich war bei dem Lager. Habe ich noch zwei Magnas gefunden. Ja, da sieht das GC nicht mehr so schön aus. Ist wie so ein hellerer. Ja, das ist eigentlich schwarz hier und außenrum ist es ein bisschen hellschwarz-grau. Darum, wenn wir die als B-Ware raushauen, könnt ihr ein Schnäppchen machen. Und die letzten zwei schwarzen, ich meine, die sind geil. Ja, wisst ihr, wenn mein Kanal verfolgt, Magna gehört zu meinen Lieblingsmodellen. Ich habe einen rot mit der starken Feder. Ich habe noch zwei Stück in schwarz. Und ja, da ist auf einer Seite immer schön, so das GC nicht mehr ganz so schön. Das hier auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall als B-Ware raushauen müssen. Und wer sagt, ey, ich use das Ding, ist mir doch egal, ob da außen sieht. Den Unterschied zwischen der inneren Fläche und dem Rahmen außenrum. Ich denke mal, wenn man da mit Ballistol ein bisschen drüber geht, wird das auch wieder, ich werde da am besten mal mit Ballistol selber drüber gehen, dann wird das vielleicht alles wieder ein bisschen dunkler. Aber die machen wir B-Ware raus, da könnt ihr nochmal richtig Schnäppchen machen. Die letzten beiden schwarzen, dann ist Lager leer mit schwarz. Dann gibt es nur noch ein paar grüne und ein paar braune und dann kommen ja bald die neuen in den weißen. Mikata ist es, glaube ich, oder ist es ein G10? Und natürlich mit dem Titan-Griffschaden. Die wäre heiß. Da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich nicht auf so ein titanfarbenes Umsteig. Aber wieso wir hier sind, wir machen ein kleines Giveaway. Ich habe noch was im Lager gefunden, holen wir gerade raus. Komm. Holen wir gerade raus. Ein kleines Kubi-Knife. In cool, schwarze Hardware und so ein schönes NATO-Oliv G10 mit Frontflipper, aber auch mit Daumenpins. Liner Lock. Ja. Einwandfrei. Coole Handlage. Stahl D2, G10. Ausgefräste Platinen. Liner Lock. Auch für große Hände. Ja, würde ich sagen, gutes EDC, oder? Wer Bock hat, kommentieren. Hauen wir raus. Hier ist auch noch das Logo vom Designer. Kann sich lesen. So ein Falke sieht es aus. Ja, was steht hier? Mang Anas. Boah. Ich brauche meine Lupe. Ja. Haben wir sie doch. Wichtigstes Utensil für Kleingedrucktes. Manganas. Okay. Cool. Also, wer da Bock hat, drunter kommentieren. Dann. Ja, kann man auch schön flippen. Hau mal das zurück in den Gierkreislauf, genau. Haben wir sonst noch was Schönes gefunden? Es ist mal wieder gut. Sonntag schön gemütlich mal ins Lager fahren und mal das Lager auf den Kopf stellen. Man findet doch immer noch ein paar Schätzchen. Was haben wir hier noch Schönes? Oh ja, kommt dann auch mein Shop. Ein wunderschönes Mathieu Herrero mit wunderschönem Horn. Schöne Polster. Feder mit Fliege, Korkenzieher mit Seele und hier außenrum noch, ich weiß gar nicht, wie man dann das Element außen am Korkenzieher sieht, sieht man selten, außen noch mal eine Spirale außen und es ist eine schön lange Klinge, also ein schönes Vesper-Messer, ja, nicht nur für die Franzosen, auch wenn als deutscher Weinliebhaber man auch ein Weinchen dazu trinkt, schön mit hinten Korkenzieher mit Seele, alles selber hergestellt. Kennt ihr das Video vom Herrero aus seiner coolen Werkstatt in den Bergen? Geile Messer. Das gibt es bald im Shop, wenn sie neu einstellen. Hammer, also das sind schon kleine Kunstwerke. Und ihr wisst, französische Messer immer leise schließen. Was haben wir noch gefunden? Oh ja, hier auch schön. Ein auch total unterbewertete, noch ein kleines Romain Vignon. So ein Mini-Bip. Sehr schön. Das sind auch wunderschöne Messer. Das ist, glaube ich, N96er Stahl. Stark
gestrahlt, grob gestrahlt. Dürfte von daher sehr unempfindlich sein, was Kratze angeht, aber grob gestrahlt muss man halt immer wieder mal ein bisschen. Ich habe immer so ein Ölläppchen hier. Einfach immer wieder mal mit dem Ölläppchen ein bisschen drüber. Das sind auch Messer zum Verwenden, nicht für die Vitrine. Das ist schön. Hat ja keine. Ja gut, doch, hat einen Frontflipper. Jetzt haben sie doch zwei Hand. Die Franzosen machen gern Frontflipper und manche sind wirklich so unscheinbar, dass du zuerst denkst, es wäre ein reines Zweihand, aber es ist doch ein Frontflipper. Aber hier, ne, so ein kleines EDC. Schön, Liner Lock verriegelt, Titan, Platin drunter. Geschwind in die Hosentasche, ne? Hier noch ganz tief drin in einem Etui. Feine Geschichte. Gibt's auch bald. Und hier haben wir noch ein paar. Ist auch cool. Otter Knives, die werden wir auch mal reinstellen. Einfach mal so zum Spaß und heute hier, ne? Ach, der geht hier auf. Okay, super. Wie die sie, wer Bock hat, mitmachen, hau mal raus in den Gierkreislauf. So, jetzt sehen wir ein bisschen weiter. Büro, ein bisschen Musik, Cola Bay und ich höre noch einen schönen Sonntag. Morgen, schönen 1. Mai, ne? Vatertag, oder? Gehen wir die Väter wieder auf Wanderung. Wanderung. Alles klar. Bis zur nächsten Kneipe. Okay, wünsche euch auf jeden Fall schönes Wetter und einen guten Durst. Ciao.